Klopf, klopf und hallo. Ja, der vorletzte Streifen von meiner Decke ist fertig. So sieht das als Paket aus und hat wieder viele verschiedene Streifen aneinander. Immer so, wie das Garn es hergab. Das sind ja aus ganz vielen Mini-Strängen zusammengehäkelt. Weil einige Farben wieder sehr, sehr schön sind. Das zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Oder auch die dunkleren Brauntöne. Das ist dann hier wieder so ein bisschen Kreischalarm. Ich muss mal schauen, wie das dann nachher aussieht, wenn die Decke fertig ist. Das ist auch noch ganz schön hier. Ja. Der vorletzte Streifen. Ich habe mit dem letzten Streifen noch nicht angefangen, aber ich habe zumindest das erste... den ersten Mini-Strang einmal aufgewickelt und werde mich dann daran machen. In der Hoffnung, dass ich mir ein eigenes Weihnachtsgeschenk mache, in dem die Decke dann auch dieses Jahr noch fertig wird, sagen wir es mal so. Ja, zwischendurch habe ich noch was anderes gemacht. Und zwar habe ich nochmal ein Sternkissen gehäkelt. Hier innen drinne ist ein blaues Kissen. Es ist fertig. Also wenn man das Gehäkelte abmacht, könnte man das auch so benutzen, weil da sind so kleine Noppen drauf. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wenn ich dran denke, packe ich euch das nochmal in die Infobox, das Video. Dann könnt ihr euch das da nochmal anschauen. Ja, aber ich habe mich jetzt entschieden, das blaue Kissen zu nehmen und etwas Cremeweißes drumherum zu häkeln. Das ist aus Schafwolle. Ich glaube, das waren 75% und der Rest ist Baumwolle. Also sehr, sehr verträglich, glaube ich, für so ein kleines Kind vielleicht. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist das schön fluffig. Ich habe das anders als die anderen eine Runde weniger pro Seite gehäkelt, damit das ein bisschen formstabiler bleibt. Weil ich habe bei meinem gemerkt, dass dann das Gehäkelte sich ja doch noch ein bisschen dehnt und dass das dann hier ein bisschen viel, sagt man Stoff, also Garn, dann hier so rumschlappert. Und deswegen habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt noch mal eins häkeln sollte, dann definitiv eine Nummer kleiner, damit das formstabiler bleibt. Und ich finde, das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, lass mal das hier auch mal so liegen. Ja, und dann häkel ich ja mein Noppenmuster am Quadrat. Das ist nicht wirklich größer geworden. Also ja, vielleicht ein bisschen, aber ob ich das jemals weitermache oder beenden kann, weiß ich gar nicht. Es häkelt sich echt mühselig. Das dauert mir einfach zu lange pro Runde. Das geht schnell und ein Streifen in einer Farbe, das geht auch schnell. Aber das hier, das zieht sich so, bis ich eine Runde rum bin. Egal jetzt, ob eine Runde feste Maschen oder eine Runde Noppen, das zieht sich irgendwie wie so ein Kaugummi. Ich finde das Muster wirklich schön, aber ich habe so gar keine Muße, da weiterzumachen. Ja, mal gucken, ob ich euch beim nächsten Mal was anderes, was dazu berichten kann, sagen wir es mal so. Ja, das war's auch schon. Mehr gibt es bei mir nicht zu sehen, was Häkelei anbelangt. Wie gesagt, ich bin eine Schnecke, was das angeht. Andere, die häkeln ja, das ist der Wahnsinn. Ich würde auch gern so schnell häkeln können. Dann hätte ich jetzt schon meine Wunschliste abgearbeitet, glaube ich. Naja, ist dann halt so, ne? So, nicht lang schnacken, reicht ja auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss!